Also gehen wir nächste Season nochmal für den Tryhard? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Gehen wir nochmal für den Challenger Peak? Letzte Season waren wir 4 Games davor. Warum nicht? Weil Tryhard in League of Legends eigentlich scheiße ist. Weil die Season versuchen und wenn es nicht klappt, aufhören. Das Ding ist, wenn man Tryhard in League ist, man halt so schnell viele Dollar frustriert, als wenn man einfach nur für Spaß spielt. Mal gucken, wie wir das machen werden. Vielleicht so eine Woche mal komplett reinhalten. Ding ist, so Elo ist mir halt auch eigentlich scheißegal, aber es macht halt schon Bock, da so oben mitzuspielen und so für die LP zu grinden. Ist schon geil, aber nicht auf Dauer. Vielleicht mal so eine Woche wieder. Außerdem muss ich auch mal wieder Kani mal wieder zeigen, wo sein Platz ist, da im Körbchen, ne? Kann ja nicht sein, dass der höher in der Elo ist als ich. Also Tryhard, das schlaucht auch, Steffi. Das kann ich wohl verstehen, ey. Bin halt sehr anfällig dafür, so viel zu zocken, wenn ich so Tryharde. Deswegen für Just for Fun und gar nicht auf die Elo achten, ist so viel angenehmer. Aber es ist natürlich nicht so guter Content für Stream, logischerweise. Weißt du was? Wir zeigen dem mal einen Rakan. Oder die Rell. Ja, die Rell, komm! Alter, sind wir mal so weit frei, ne? Wir müssen im Platin-Bereich noch frustrierender wegen den ganzen Smurfs. Ja, kann ich verstehen. Also ich habe es immer so gesehen, wenn ich gegen Smurfs gespielt habe, ob ich da weird bin, aber mir macht das immer extrem Bock, gegen bessere Leute zu spielen. Also als ich damals noch so im Platin-Bereich war. Wenn ich da mal so gegen einen Master-Spieler oder so gespielt habe. Aber, Alter, ich keine Ahnung, man lernt da auch so viel, finde ich. Auch so wie wenn jetzt die World-Spieler hier immer mal auf einem europäischen Server waren und du hast die mal im Diamond- oder Master-Bereich abgefangen. Eigentlich auch immer geil. Klar ist es für Moment scheiße, wenn du das Game verlierst deswegen, aber irgendwie ist es auch cool, weil man was lernen kann. Solange er bis der Top-Lane ist und dann 10-0 über einen rollt, ja, das stimmt. Wenn du da gar keinen Berührungspunkt mit hast und er dich einfach wegmacht, ist natürlich kacke. Und let's go, da geht der Snowball los. Schöner Gang vom Jarvan direkt. Hallo. Ich habe so krank geintet, Leute, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ja, wenn ich da meine Q treffe, ist das ein Freekill, ne? Naja, passiert, ne? Sag ich mal. Klappt einfach. Das ist ein Roam, den würde ich in 1000 Jahren nicht machen, wenn ich Midlane bin. Das sträubt sich gegen alles, was ich denke, was gut ist, wisst ihr? Das würde sich für mich so anfühlen, als ob ich einfach auf der Lane flashen würde. Oder zur Lane flashen würde. Och nee. Bisher überzeuge ich die Nidler, glaube ich, nicht so. Kollege? Cool. Oh, nee. Okay. Der Cristiano Ronaldo macht Work auf seiner Akali, Leute. Brauchen wir den Flash auch nicht, Leute. Ah, shit, wir haben nichts tot bekommen, leider. Oh. Oh no, er hat mich gecancelt. Scheiße. Da war zu viel von mir. Ah, immerhin. Oh. Oh nein, jetzt wird eingesperrt. Stark, Mann. Der Kai spielt richtig gut. Oh, da wurde der After mal kurz ganz eng, ja. Da wurde alles zusammengekniffen. Guck mal, da gehen wir direkt rein, oder? Plopp! Das könnte ein schnelles werden, wa? Da kommt ein Sandwich, Leute. Junge, hab ich gehintet. Ich will das nicht, ich will das nicht, ich kann das nicht. Wir haben Flash bekommen. Okay, wir haben, glaube ich, auch ihr Leben bekommen. Oh, da kommen einige. Dass die Akali jetzt schon wieder runterläuft. Ah, nee, doch, sie ist gelaufen. Ich finde das so krass, weil das sind so Moves, die würde ich nie machen. Aber ist halt gut. Ich frage mich nur, wie ich dazu komme, dass ich das auch machen würde. Lecker. Muss mehr mit Akali, wenn ich Mitte bin, die Map bespielen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich dazu komme. Also mir schreit alles, wenn ich so eine Wave Mitte droppe. Der denkt sich auch so, was ist denn jetzt los? Denkt er sich das überhaupt? Schmackofatz. Vielleicht brauchst du jetzt als Inspiration.
Ja, vielleicht ist Cristiano Ronaldo ab jetzt einfach mein Vorbild auf Akali. Akali Kiana-Spieler, genau wie ich. Ei, das hätte ich besser gemacht, Loser. Raus ulten. Ey, killt die. Okay, ich glaube, da könnte dann der Surrender Vote jetzt kommen. Renida ist eine coole Kombo. Junge, einfach verbluten lassen. Was eine Schlawine. Nein, ich war gestunt, leider. What? Das war Luck, oder? Das kann nicht intended gewesen sein. Je, ein Game noch, Leute. Dann haben wir den Account auf Master. Willst du 5 Liegestütze, 1 Sub machen? Ich mache nicht mal 1 Liegestütz für 5 Subs. So, wir haben Bart gegen was, Leute? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Silien Kaiser. Aha. Lass mal Master fett machen jetzt hier, wa? Stark. Always invade, Leute. Sehr schöner Move vom Esfil. Och, so, die werden ja so gekleppt hier. Bombe baiten. Ich glaube, hier ist der Xin. Ja, bei der Marke. Sehr gut. Ein Flash. Nice. Boah, es wäre so ein Deutschlands frechter Frechdachs-Move gewesen. Aber es war schon so sehr ziemlich frech, oder? War auch schon so ziemlich frech. Wenn ich das überlebt hätte, Alter. Where is she? Keine Ahnung, Diego, man, chill mal ein bisschen. Bei Drake? Nice. Oh, Cloud Drake, der geilste Drake im Game. Flash auch noch bekommen. Hallo. Was ist mit ihm los? Oh, das ist los. Stunny bitte, Stunny, 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 Stunny doch bitte. Warum nicht direkt? Danke. Maokai ist so sauer auf mich, Leute, ne? Der bannt Bart nächstes Game. Der bannt Bart für den Rest seines Lebens. Da haben wir natürlich ein Problemchen. Bin relativ gefeelt, habe ich das Gefühl, Leute. Göttlich. Puh. Es über doch. Komm, let's go. Und leider hier den Reset denied. Schlawiner. Hat er sich aber das Bounty geclaimed, der Schlawiner. Und dass die Base bei Bart so lange hält, war echt der geilste Change überhaupt. Na, es fühlt sich so geil an, über die Map zu speeden.
Der Mao muss wirklich in Therapie. Der hat 2 Kill Participations, Leute. Der arme Junge. Oh, der arme Mann. Oh. Der hat auch gar keinen Bock zu kommen. Boah, jetzt geht das Game unnötig noch ein bisschen länger, ne? Du bist nicht da, Leute. Boah, so wichtig. Der kriegt ein Reset. Hä? Was denn der Mauke? Wo ist der TF ihn geultet? Geil, da sind wir am Master auf dem Account, Leute. Let's go! Let's go! Spiele ich die anderen jetzt auch noch auf Master? Oder spiele ich den jetzt noch weiter hoch? Ich will eigentlich nächste Season lieber den anderen Account spielen, weil das ist ja nur mein Smurf. Ich würde immer mit meinem Main, der hat alle Skins, den noch hohe Elo spielen. Das heißt, wir müssen den auch noch hochzocken. Jetzt auf den anderen. Der ist ja auch nur ein bisschen lower.